Hi meine Lieben, willkommen zurück zu meinem Kanal, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin Jessie und heute habe ich mal wieder eine Buchrezension für euch und zwar zu einem Buch, das ja dem Motto meines Kanals so ein bisschen, oder das Motto, das ich für diesen Kanal habe, sehr, sehr gerecht wird. Und zwar möchte ich euch hier zeigen, dass christliche Bücher nicht langweilig sind, nicht so klischeebelastet sind, sondern dass es immer wieder sehr, sehr gute christliche Bücher gibt, die auf jeden Fall allen anderen Büchern auch das Wasser reichen können. Und ja, das Buch, das ich euch heute vorstelle, ist definitiv eins davon. Ich habe im christlichen Bereich noch nie ein Buch gelesen, das diesem ähnelt. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht beim Lesen. Es hat mich sehr ja, mit in die Geschichte mitgenommen. Der Autor hat eine wunderbare Art zu schreiben und es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und das Buch, um das es geht, ist Das Mädchen, das nicht verschwinden wollte von Thomas Franke. Ich habe hier auch das Buch für euch. Das sieht so aus. Und ja, in diesem Buch geht es um Miriam. Miriam ist eine ja, Frau in Anfang 30, sie ist eine ganz, ganz gewiefte und relativ skrupellose Geschäftsfrau. Also sie ist sehr, sehr erfolgreich, aber weiß auch, dass sie als Frau doppelt dafür kämpfen muss und sich teilweise in einer sehr männerdominanten Welt stark durchsetzen muss. Und sie hat sich ja so ein bisschen so ein Image aufgebaut, arbeitet bei einer PR-Firma und ist sehr, sehr erfolgreich. Ist aber auch so ein bisschen, ja, ein Workaholic auf jeden Fall und dementsprechend sieht der Rest ihres Lebens auch so aus. Also sie hat nie wirklich so Fuß gefasst, sie lebt eigentlich im Büro und ja, ihr ganzes Leben dreht sich eigentlich nur um ihre Arbeit und ihren Erfolg und immer pushen, pushen, pushen. Was die Außenwelt sieht, ist auf jeden Fall eine ganz starke und selbstbewusste und teilweise auch, ja, eher nicht so empathievolle Miriam, aber innen drin ja, sieht es bei ihr ganz anders aus. Und zwar hängt sie noch sehr an ihrer Vergangenheit, an ihrer Kindheit. Sie hat sehr viel Schlimmes miterlebt durch ihren Vater, und zwar geistlichen Missbrauch. Wenn ihr nicht wisst, was geistlicher Missbrauch ist, das ist basically, wenn jemand einfach den Glauben an, in dem Fall an Jesus, an Gott, nimmt und einfach falsch auslegt und damit so ein bisschen Angst macht, versucht die Kinder. Vor allem passiert es auch bei Kindern, aber das gibt es auch in jedem Alter, in jeder Sparte, auch von Eltern oder von der Gemeinde an sich. Aber einfach, dass der Glaube genommen wird und verfälscht wird, damit die Person auf der anderen Seite das tut, was man will, was aber eigentlich gar nicht in der Bibel steht. Und ja, da verwischt man so ein bisschen diese Grenze zwischen, was will jetzt in Miriams Fall ihr Vater und was ist eigentlich wirklich Gottes Wille. Und Miriam hat sehr damit zu kämpfen, hat immer wieder Flashbacks und dann auch immer wieder so Panikattacken. Aber das weiß fast niemand. Das weiß nur sie und ihr Freund Oliver. Aber sonst hat es noch nie jemand miterlebt. Aber ja, Miriam ist jetzt sozusagen in der Phase am Anfang dieses Buches, wo ihre Firma vor einem riesigen Projekt steht, das sie so noch nie hatten. Ein Projekt, das ihnen extrem viel Geld einbringen wird und was sie auch sehr, sehr nötig haben. Also ein Projekt, bei dem Miriam eigentlich nicht Nein sagen konnte, weil sonst eben die ganze Firma auf dem Spiel steht. Leider handelt es sich aber um den Kunden. Also der Kunde ist leider jemand, ja, ein Unternehmen mit eher einer fragwürdigen Moral. Und dadurch, dass Miriams Firma ja so PR-mäßig unterwegs ist, ja, ist die Aufgabe, dass sie eben diese Firma so ein bisschen reinwaschen. Und Miriam hat damit anfangs eigentlich überhaupt keine Probleme, ist halt ihr Job und es bringt extrem viel Geld. Aber auf der anderen Seite, ja, hat sie dann immer wieder ganz, ganz hinten pochend so ein bisschen dieses schlechte Gewissen, weil diese Firma, das wird auch ein bisschen näher beschrieben, ist extrem unmoralisch und extrem menschenverachtend. Und ja, so eine Firma dann eben reinzuwaschen vom PR-Team her ist gar nicht so einfach. Ja, Miriam hat dann eben immer wieder Flashbacks aufgrund des Stresses auch und Zusammenbrüche. Und ihr Freund Oliver kann ihr dann einen Therapieplatz sichern. Und zwar ist es eine ganz neuartige Therapie, bei der sie sozusagen wie so in Fake-Koma versetzt wird und dann wieder zurück in ihre Kindheit gehen kann als ihr jetziges Ich. Und diese Kindheit eben, ja, teilweise so ausbessern kann. Also man gibt eben den Menschen die Möglichkeit, Kindheitstraumata als erwachsenes Ich aus einer anderen Sicht zu sehen und eventuell sogar den Verlauf dieser Geschichte zu verändern. Und Miriam ja, kriegt eben so einen Therapieplatz dort. Ist allerdings eine neue Therapie, also es ist eher so eine Studie und noch nichts Handfestes und die geht auch ein bisschen schief. Und zwar ist es so, dass Miriam dann schon in ihr Unterbewusstsein eintreten kann und dann auch ja, tatsächlich sich in Situationen wieder befindet und sieht, in der ja, ihr Vater eben geistig Missbrauch begangen hat, sie malträtiert hat, sie auch physisch geschlagen hat und einfach diese Kindheit, dieser Zwang, dieses Nicht-Dürfen, dieses extrem Eingeschlossene, das erlebt sie schon und das kann sie auch ein bisschen dann so nachvollziehen als Erwachsene. Allerdings, als sie aufwacht,
sieht sie auch was sonst niemand sieht. Und zwar hat sie ihr Ich, ihr neunjähriges Ich, mit in die reale Welt genommen. Und das ist dann so ein bisschen das, was schief läuft bei der Therapie. Nur sie sieht ihr Ich und sonst niemand. Und natürlich denkt sie am Anfang erstmal, okay, das ist noch ein bisschen nachhallend von dieser Spritze, die sie bekommen hat und so. Und das wird alles wieder weggehen. Es ist aber nicht so. Und ihr neunjähriges Ich ist zwar optisch ihr neunjähriges Ich, hat aber eine ganz, ganz große Prise oder eine ganz große Schöpflöffel voll Weisheit, mehr als jetzt eigentlich ein neunjähriges Mädchen haben sollte. Ja, dieses neunjährige Ich begleitet dann Miriam so ein bisschen und grätscht eigentlich immer so in ihr Leben rein, weil Miriam eigentlich auf dem Weg ist zur Selbstzerstörung. Also sie, ja, hat jetzt diesen Job geangelt, hat extrem viel Stress, hat eigentlich, lebt ihr Leben nur noch so auf Autopilot und push, push, push. Und vor allem in die komplett falsche Richtung. Und ja, hat eben auch mit Gott und mit dem Glauben gar nichts mehr zu tun, weil dadurch, dass ihr Vater eben so geistlichen Missbrauch bei ihr begangen hat, will sie von Gott auch nichts mehr wissen. Und dann ist es so, dass dieses neunjährige Mädchen ihr so ein bisschen die Welt wieder aus einer anderen Sicht zeigt. Und zwar nicht auf eine kindische Art und Weise. Ich finde, das hat der Autor sehr, sehr gut gemacht. Dass es nicht so ist, dass das Kind jetzt irgendwie so aufgedreht ist oder extrem so verrückt oder so, dass man eher genervt davon ist, sondern sie sagt immer wieder, das, was sie weiß, ist das Wissen, das Miriam auch eigentlich hat. Also es ist ein neunjähriges Mädchen, aber mit einer sehr, sehr großen Weisheit, die Miriam so ein bisschen die Welt aus anderen Augen wieder zeigen will und ihr auch zeigen will, dass Gott und dass Jesus eigentlich überhaupt sie nie verlassen haben und dass sie auch nicht so sind, wie Miriam das eben kennt, wie Miriam das eben von ihrem Vater so ein bisschen gewohnt ist. Und dann begeben wir uns so ein bisschen auf eine Reise und fahren fast schon so zweispurig, weil auf der einen Seite ist da eben Miriams normales Leben, was weitergehen muss. Diese PR-Firma und die ganzen Intrigen und alles, was darin verwickelt ist, in diesen großen Super-GAU, den die sich eben geleistet haben. Der Kunde muss die PR-Firma jetzt wieder ausbügeln und das ist ja anstrengend und auch gefährlich teilweise. Und sie hat da wirklich auch Kontakt mit eher zwielichtigen Gestalten. Und das muss natürlich weitergehen, weil sie die Firma retten muss. Und auf der anderen Seite hat sie da immer dieses Kind, was auch immer im Raum zu sein scheint, wenn es gerade irgendwie extrem stressig wird oder extrem wichtig in Miriams Karriere. Und dass ihr sozusagen ja fast immer so einen Seitenhieb gibt oder so einen Blick gibt im Sinne von, du weißt, das, was du gerade machst, eigentlich nicht gut ist. Also fast wie eine Moralapostel, aber auf eine sehr, sehr positive Art und Weise. Und dann ja, sehen wir eben, wie Miriam sich auch innerlich verändert, wie sie auch sehr, sehr stark ankämpft gegen dieses Mädchen, wie auch dieses neunjährige Ich von ihr immer wieder versucht aufzuzeigen, dass ja, es nicht alles so schwarz-weiß ist. Also auch, dass ihr Vater damals nicht nur dieser ganz, ganz schlimme Tyrann war, sondern dass vielleicht ein bisschen mehr dahinter steckt und versucht vor allem auch dieses verdrehte Gottesbild, was Miriam hat, ihr anders näher zu bringen. Und das auf eine Art und Weise, die sehr, sehr weise ist, aber auch sehr ehrlich und sehr einfach zu verstehen. Also Miriam will ja eigentlich gar nichts davon hören. Das heißt, es muss ja so gestaltet sein, dass es auch irgendwie an sie rankommt. Das finde ich in dem Buch sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe mir auch immer wieder Sachen markiert, wo ich gemerkt habe, so, das ist eine Wahrheit, die weiß ich zwar, aber manchmal vergesse ich sie oder manchmal ist sie nie so bei mir angekommen. Und das ist wirklich so, so gut, wie auch da dieses neunjährige Ich eben auf die Zweifel und auf die Schwierigkeiten, die Miriam mit dem Glauben hat, eingeht. Es ist nicht nur so, dass sie jetzt einfach erzählt, was das Evangelium ist, sondern sie geht richtig darauf ein, welche Zweifel, welche Unsicherheiten Miriam hat und was sie auch einfach gar nicht glauben kann und was auch gar nicht in ihr Leben passt. Und das ist ja eher das Kindergarten und dieses Kind sozusagen, also fast so wie ihre Moral, fast wie die Weisheit in Person, die gibt ihr das dann sehr gut weiter. Und man hat wirklich so gute biblische Wahrheiten darin und eine extrem spannende Geschichte. Also eine Geschichte, wo man bis am Ende nicht weiß, wie es weitergeht, wie es auch mit Miriam endet, wie Miriam dann am Ende sich weiterentwickelt. Man muss sehr viel oder man darf sehr viel raten, man darf sich sehr viel damit beschäftigen und es ist überhaupt nicht so klischeehaft, dass man jetzt schon weiß, irgendwie wie es ausgeht oder so. Und das finde ich an dem Buch sehr, sehr erfrischend. Ja, was das Buch auch einfach so ein bisschen anders macht als christliche Bücher, die ich sonst gelesen habe, ist auf jeden Fall erstmal das Setting und die Geschichte. Es ist, ja, das Setting ist sozusagen im Jetzt, also in der Gegenwart. Und die Geschichte ist auch einfach, Miriam und ihre Mitprotagonisten in dem Buch werden sehr, sehr ehrlich dargestellt. Also Miriam wird nicht klischeehaft dargestellt, auch nicht sehr eintönig dargestellt, auch nicht nur als so krasse, kalte Geschäftsfrau, sondern immer mit ein bisschen mehr dahinter, aber auch
nicht so wie eine Frau, die sich eigentlich voll unwohl fühlt in ihrer Rolle, sondern sie geht auch richtig auf in diesem Power-Movement, was sie so ein bisschen hat und in ihrem Leben. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht, weil es ist sehr glaubwürdig. Also es ist kein Part dabei, auch keine Person dabei, bei der ich die Augen rolle, auch die Unterhaltung, die sie mit ihrem Partner hat. Oliver heißt ihr Freund und auch ihre Arbeitskollegen und so. Also es ist sehr, man kann Miriam sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin jetzt zwar nicht so ein Workaholic wie sie und ich habe auch bei weitem nicht so einen Status inne oder sowas, aber ich konnte mich sehr gut in sie reinversetzen, in ihr Leben reinversetzen und konnte teilweise auch nachvollziehen, warum sie so ist, wie sie ist, weil sie eben in einer sehr männerdominanten Welt sich durchsetzen musste und teilweise das dann mit gewissen Mitteln eben nur hinbekommen hat. Und das fand ich sehr gut von Thomas Franke. Er hat wirklich das Talent, Personen zu schaffen, literarisch, die glaubwürdig sind und die nicht eindimensional sind. Das finde ich echt wichtig, vor allem bei der Glaubwürdigkeit bei christlichen Büchern, dass es nicht so wischiwaschi ist, dass es nicht so obvious ist oder so, oh, die Menschen sind so wie Engel oder so, eigentlich ist sie ja doch nur eine ganz liebe, kleine, leise Frau und so. Es ist also nicht so klischeebelastet und es würde auch ja dem Buch einfach überhaupt nicht gut tun und das hat Thomas Franke sehr, sehr gut gemacht und ich finde, und das habe ich mir bei dem Buch auch immer wieder gedacht, dass es ein extrem guter Film wäre. Einfach weil man das, ja, weil eben die Gedanken, die sie hat oder eben diese Moral oder diese Weisheit in Form von einer Person da ist, das kann man relativ gut darstellen, nicht nur in ihren Gedanken. Und das Setting finde ich sehr interessant. Also ich habe mir irgendwie die ganze Zeit so den Gedanken gehabt, dass es ein richtig, richtig guter Film wäre. Also falls mal irgendjemand einen Film drehen will, das ist eine sehr, sehr gute Vorlage. Ich fand das Buch richtig spannend. Und es hat Spaß gemacht zu lesen. Es hat ja einen auch immer wieder selbst zum Nachdenken gebracht, weil es auch Personen gibt, die ja, verschiedene Seiten in Miriam aufzeigen und man sich vielleicht so selber denkt, wie ist es denn bei mir, wen habe ich denn in meinem Leben, der bei dem ich ganz ich sein kann oder bei dem ich besonders verkrampft bin oder bei dem ich besonders die Mauer hochziehen muss und vor allem diese biblischen Wahrheiten. Man kann gewisse Dinge nicht oft genug hören und hier wurden sie einfach so gut rübergebracht. Also von der Geschichte her ist das Buch super und auch von dem Theologischen. Das ist wirklich ein theologischer Schatz, auch wenn man das vielleicht eher so als Roman abtun möchte. Da ist sehr, sehr viel theologische, gute, tiefgründige Wahrheit drin. Und das, ja, aus dem Mund eines 9-jährigen Mädchens, finde ich richtig clever gemacht. Und auch dieses Thema geistlicher Missbrauch, ein Thema, über das ich noch nie ein Buch gelesen habe, was ich aber sehr, sehr wichtig finde. Wie gesagt, etwas, was nicht nur passieren kann von Elternteilen zu Kindern, was sehr, sehr häufig ist, aber was auch in Gemeinden passieren kann, auch bei erwachsenen Christen, die, ja, wo immer wieder das Wort Gottes verdreht wird, dass es eben, ja, zu einem Regelwerk wird, mit dem man Leute, ja, scheuchen kann sozusagen. Und das finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wünsche mir auch, dass es dazu noch mehr Bücher gibt, vielleicht auch noch mehr Romane, wo dieses Thema eben nicht als Sachbuch abgearbeitet wird, sondern wirklich in der Geschichte von den Menschen, um zu sehen auch einfach, was es bewirken kann. Und wirklich, dieses Buch finde ich richtig cool. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich bin, ja, jetzt richtig auf dem Thomas Franke Hype Train. Also er hat noch einige andere Bücher geschrieben, die ich auch unbedingt lesen möchte. Und ich finde es einfach sehr, sehr erfrischend, hat er sehr, sehr gut gemacht, ein richtig cooles Buch. Und ja, das war jetzt meine Buchrezension. Hat mir wieder Spaß gemacht, einen Roman zu lesen. Ich bin ja im Moment immer noch voll auf diesem Sachbuchtrip, aber hat auch mal wieder Spaß gemacht, einfach eine Geschichte zu lesen, die natürlich tiefgründig ist und man trotzdem nachdenken muss, aber wo man jetzt nicht ja, extrem in sich selbst immer reingehen muss. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Und ja, ich habe euch ja schon öfters erzählt, dass ich auch einen Buchclub habe auf Discord. Ich wollte euch nur nochmal daran erinnern, falls ihr am Mittwoch um 19 Uhr noch nichts vorhabt, könnt ihr sehr, sehr gerne dazukommen. Der Link ist immer unten in meiner Bio. Wir sind ganz, ganz viele Leute, die jetzt schon dabei sind auf Discord, jetzt schon 40 Leute. Und ja, beim Buchclub, es macht einfach extrem viel Spaß. Auch wenn ihr das Buch, was wir gerade lesen, nicht kennt, noch nicht gelesen habt, seid trotzdem mit dabei, hört es euch an, seid gern mit Audio mit dabei. Es macht Spaß, ich weiß, ihr habt mir sehr, sehr gutes Feedback gegeben und das freut mich umso mehr. Und ja, ich freue mich auch wieder hier auf dem Kanal jetzt ein bisschen mehr Videos zu filmen, euch wieder mit neuen Büchern zu versorgen. Jetzt, wo diese Cozy-Zeit kommt, hat man auf jeden Fall auch wieder mehr Lust und mehr Zeit vielleicht zu lesen. Könnt mir gerne, sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, welches Buch ihr vielleicht gerade lest. Vielleicht ist ein Buch dabei, das ich noch nicht kenne. Und ich habe euch ja gesagt, es kommt nochmal ein Bücherhaul Teil 2 und mein Regal, ja, ich habe langsam keinen Platz mehr in meinem New-In-Regal. Ich habe das so separat gemacht und deshalb werde ich auf jeden Fall euch auch nochmal ein Bücherhaul Teil 2 für den September drehen. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Abonniert sehr gerne meinen Kanal, folgt mir auch auf Instagram, schreibt mir auf Discord, egal wo. Wenn ihr Fragen habt, Anliegen zu irgendwas, könnt ihr mir immer sehr, sehr gerne schreiben. Und ich wünsche euch eine wunderschöne neue Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!